Der deutsche Pinscher ist unser heutiger Videostar. Inzwischen einer der beliebtesten Familienhunde, war dieser niedliche und quirlige Vierbeiner früher auf fast jedem Bauernhof zu Hause, wo er nicht nur über die Stallungen wachte, sondern obendrein auch dafür sorgte, dass Haus und Hof frei von Ratten waren. Ein hervorstechendes Merkmal ist bei ihm, der deutsche Pinscher liebt es, immer und überall im Mittelpunkt zu stehen. Möchtest du dir einen deutschen Pinscher als Weggefährten anschaffen, vergiss nicht, dass ab diesem Zeitpunkt er dein Leben bestimmen wird. Wie du deinen neuen Spielgefährten glücklich und zufrieden machst, erfährst du im folgenden Video. Die Geschichte. Der deutsche Pinscher gehört neben dem Schnauzer zu den ältesten Hunderassen Europas. Es wird sogar vermutet, dass er auf den Torfgrubenhund zurückgeht, der bereits 3000 Jahre vor Christus gehalten wurde. Dieser aufgeweckte Wirbelwind wurde, im Gegensatz zu leider vielen anderen Rassen, fast nie überzüchtet. Deshalb zählt er zu den Rassen, die generell über eine robuste Gesundheit verfügen und selten krank werden. Wie die französische Bulldogge ist der deutsche Pinscher seit 1880 als eingetragene Rasse anerkannt. Der Pinscher, den wir heute kennen und lieben, wurde übrigens bereits im Mittelalter und in der Renaissance auf Gemälden verewigt. Wie sieht der deutsche Pinscher aus? Optisch erinnert der süße Racker, der bei einer Widerrisshöhe von 45 bis 50 cm gerade einmal 14 bis 20 kg auf die Waage bringt, an den Dobermann. Das Fell ist kurz und robust und normalerweise schwarz gefärbt mit braunen Schecken zwischen den Augen, braunen Läufen und einer Braunfärbung um die Schnauze. Hier endet aber auch jede Ähnlichkeit zum Dobermann. Er besitzt einen relativ quadratischen Körperbau, das heißt Körperhöhe und Länge sind in etwa gleich. Der deutsche Pinscher gilt als besonders selbstbewusst. Das drückt sich unter anderem in seiner stolzen Haltung aus. Kraft und Stärke zeigen sich im muskulösen Körperbau des Wirbelwindes. Ein weiteres Charakteristikum sind die niedlichen nach vorne und innen geklappten Schlappohren. Stehen tun sie nur, wenn sie kupiert werden. Dieses Kupieren, also das Beschneiden der Ohren, ist im Übrigen seit 1987 nicht mehr erlaubt. Da die Außenwände der Ohren sehr dünn sind, besteht hier eines der wenigen Verletzungsrisiken des Hundes. Der Charakter. Der deutsche Pinscher gilt als äußerst temperamentvoll und aktiv. Liebst du es, so oft es geht, Ruhe zu haben, ist diese Rasse unter Umständen nicht der richtige Hund für dich. Der kleine Wusel benötigt in der freien Natur jede Menge Auslauf. Seine Energie und sein Spieldrang sind schier unbegrenzt. Wenn du sportlich und viel unterwegs bist, ist dieses Energiebündel dagegen genau der richtige Begleiter für dich. Innerhalb der eigenen vier Wände ist der kleine Wirbelwind dagegen sehr anhänglich und verschmust und besteht auf seine Streicheleinheiten. Aber Achtung, das heißt nicht, dass er von dir vereinnahmt werden will, im Gegenteil. Wie Katzen hat auch der deutsche Pinscher seinen eigenen Kopf und will nur dann geknuddelt werden, wenn ihm gerade der Sinn danach steht. Der kleine Racker ist ein ausgezeichneter Wachhund. Das liegt unter anderem an seinem stabilen Nervenkostüm und seinem wirklich ausgeprägten Aufmerksamkeitssinn. Nimmt er also ein fremdes Geräusch wahr, wird er dich sofort darüber informieren. Das heißt auch, dass du ihn an Freunde und Bekanntenbesuch gewöhnen solltest, denn sonst wird dieser vielleicht nie über deine Schwelle treten können. Wie erzieht man den deutschen Pinscher? Bekommst du deinen Pinscher als kleinen Welpen, steht als erstes, wie bei jedem Hund, die Erziehung an oberster Stelle. Wie bei allen bellenden Vierbeinern musst du zunächst die Rangordnung klären, denn Hunde sind nun mal Rudeltiere und benötigen ein Alpha-Tier. Widerstehe auf jeden Fall dem berüchtigten Hundeblick, den jeder Hund zur Perfektion beherrscht. Konsequenz ist gefragt, wenn der Kleine beispielsweise mal lieber spielen will, als gerade zuzuhören. Übrigens, wie der Akita Inu auch, wird der deutsche Pinscher nur das lernen, was für ihn einen Sinn ergibt. Du wirst also sehr schnell herausfinden, wie A. eigensinnig er ist und was er B. zu lernen bereit ist. Der deutsche Pinscher ist sehr pflegeleicht. Ein regelmäßiges Bürsten genügt bereits, um das Fell sauber und glänzend zu halten und zudem für eine gute Durchblutung der Haut zu sorgen. Kontrolliere immer seine Zähne, Ohren, Augen und Krallen, um sicherzugehen, dass sich hier keine Entzündungen bilden. Um die Zähne sauber zu halten, empfehlen sich beispielsweise Kauknochen oder getrocknete Rinderohren, die gleichzeitig als Leckerchen fungieren. Die Ernährung. Auch in Sachen Ernährung ist der Pinscher ziemlich pflegeleicht und stellt keine besonderen Ansprüche an sein Futter.
Als Fleischfresser ist es natürlich auch wichtig, dass Fleisch die Hauptnahrungsquelle darstellt. Auch frisches Fleisch wird selbstverständlich nicht verschmäht. Bei der Rohfütterung gibt es allerdings einiges zu beachten, dazu gleich noch mehr. Beim Trocken- und Nassfutter solltest du auf ein hochwertiges Futtermittel achten, das keinen Weizen oder andere Getreidezusätze enthält. Diese Zusätze sind für Hunde nämlich nur schwer verdaulich. Wie alle anderen Hunderassen eignet sich auch der deutsche Pinscher für das Barfen. Hierbei handelt es sich um eine Ernährungsmethode für Hunde und Katzen, die sich am Fressverhalten von ihren Wildtiervorfahren orientiert. Die Futterrationen werden aus frischem oder tiefgekühltem Fleisch, Innereien, Knochen und Fisch zusammengestellt und mit Obst, Gemüse, Eiölen und allen möglichen anderen natürlichen Zusätzen ergänzt und roh verfüttert. Auch darüber wird sich dein neuer Mitbewohner und kuscheliger Weggefährte sicherlich freuen, wenn du die Zeit dafür hast. Der deutsche Pinscher ist ein Frechdachs zum Liebhaben mit eigenem Kopf, einer gehörigen Portion Intelligenz, Wachsamkeit, Loyalität und auch Verschmusstheit. Er ist ein guter Familienhund und auch für Sportler, die lieber in Gesellschaft ihres Vierbeiners die Natur erkunden, perfekt geeignet. Der kleine Wirbelwind erobert nicht umsonst die Herzen aller, die in seine wunderschönen mandelförmigen Augen blicken. Einmal ineinander verliebt, werdet ihr ein Hundeleben lang die besten Freunde sein. Interessierst du dich auch noch für andere Hunderassen? Dann sieh dir doch noch ein anderes Rasseporträt von uns an, das wir dir hier jetzt einblenden, und klick auf Abonnieren, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen.